Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bin Batman. So, ja, es geht auch los. Wir ändern mal nichts an dem Schwierigkeitsgrad und lassen den Untertitel da, damit man im Notfall eventuell noch was lesen kann. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, aber egal. Interessiert jetzt keinen. Und zwar guck ich mal kurz auf die Uhr. Gut. Ah, Handy spack rum. Und Mist, jetzt. Ah, scheiße. Jetzt. Okay, also dann, es geht los. Ich hab was gefunden. Nicht anfassen, Mann. Der legt dich um. Wann kommt der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte Batman gesehen. Ist er auch hier? In Arkham City. Wieso solltet ihr herkommen? Ihr Jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen. Da ist Batman! Was zum Teufel? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Ich bin es doch nur. Dämliches Speichern! Arkham City wird in Flammen. Wieso läuft die so langsam? Bam, yeah. Und die Slow-Mo und bam und oh. Bam. Ab und zu mal Slow-Mo ist schon ganz lustig. Vor allen Dingen direkt im... Ah, in dem Moment. So funktioniert das. Ach, Konton. Okay, Konton, yeah. Nein. Hallo. Ja, das war doch mal ein Konton. Wie geil. Macht das eine Laune? Das ist ja cool. So. Wenn ich fertig bin, erkennt dich nicht mal mehr deine Mama. Bam. Fuck, was ist denn auf immer hier los? Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Die redet ja gar nicht. Yeah, plus 25 Erfahrung. Hat die eigentlich auch den Detektivmodus? Ja, die hat auch den Detektivmodus. Geiler Scheiß. Ja, genau. Die kann einfach so mit dem Blinken von dem Ding einfach so ändern. Das ist ja... Ja, hier ist der Safe, hier ist der Ausgang, hier ist überall nichts. Dann gehen wir am besten mal dahin. Weil das Krasse an den Batman-Spielen ist dieser Detektivmodus irgendwie immer gewesen. Aber hoffentlich ist der von Batman... Alter. Da-da. Das ist doch meine Catwoman. So muss die sein. Aber gut. Knacken wir das Safe-Schön. Versuch ruhig, mir eins überzuziehen, Harf. Das läuft nicht. Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da weg. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Hier ist Vicky Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Millionäre sind doch völlig out. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Ja, wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Anscheinend nicht. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Schließen Sie Arkham City. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman.
unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen. Umstell ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Wow! Wow! Das war jetzt leicht unkonventionell. Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Na, ich glaube, ich hätte es vielleicht auf Englisch stellen können. Weil da wäre die Synchro besser gewesen. Also die Lippensynchronität. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange. Und ich leite die Arkham City Besserungsanstalt. Oh. Bis heute. Alter, was ist mit meiner Maus? Respekt für das Gesetz. Die Gesellschaft und sich selbst vermisst lassen. Von diesem Zeitpunkt an werden sie nicht länger ein Teil der Gesellschaft. Verdammt, was soll das werden? Hast okay, im richtigen Moment jetzt! Hey! Ihre Taten haben dazu geführt, dass sie verdammt, was soll das werden? Hilfe! Mann! Bist du denn behindert? Willkommen in Arkham City, Wayne. Was machst du hier, Wayne? Den Butler umgeregt, was? Das Tier drinsteht. Oh, oh. Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne. Du gehörst wie Sofort! Herrlich. Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Du wirst mir die Seife aufheben. Das ist genial, aber gut. Du, Reihe A! Reihe A, okay. Niemand nimmt Black Mask fest! Niemand! Wer ist das denn? Hold me Strange! Leg den Stuhl weg! Das ist kein Stuhl, das ist eine Lehne, aber okay. Ich sehe mir ziemlich tot aus. Aber na gut. Gehen wir nach Reihe A. Wow. Ich hörte, der Pinguin hat ein Kopfgeld auf sie aus. Ihr zwei geht aus dem Weg. Wayne, schwing deinen Arsch hier hoch! Hab ich. Was geht dich das an? Ich hasse den Pinguin. Kann ich jetzt einfach so durch? Du stehst auf meiner Liste. Hau ihm in die Fresse! Auseinander, meine Damen. Aha. Und du auf meiner, jetzt. Ich sah Alter gegen Gefangene. Sofort! Geh Waffen runter. Oh, Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen. Fertig machen für Einlass. Also komm, eigentlich müsste der die doch innerhalb kürzester Zeit rufen. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichte ich über ihre lausige Pressekonferenz. Jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die die Tür öffnen, Ruhe bewahren. Bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Moment, wir machen mal die Musik ein klein wenig leiser, weil die ist zwar doch schön, aber ich will trotzdem ein bisschen mitbekommen, was hier gerade abgeht. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns Angst einzujagen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Wow! Alter, was geht hier ab? Yeah. Ja, scheiße! Ich muss ihm helfen! Los, lauf! Hallo! Geh! Meine Güte! Boah, der Konter! So. Ich kann Ryder nicht allein lassen. Die töten ihn. Alles in Ordnung, Junge. Ich sagte, aufstehen! Oh oh. Warten. Nein! Ich dachte, ich kann den kontern. Ich sehe den doch. Diese Schweine. Licht aus, Geldsack. Irgendwie. Hallo, Mr. Wayne.
Oh, sieht aber cool aus. Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Alter. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Nein, ich hab doch gedrückt. So eine Kacke. Aber der hat einen Flaschenboden im Gesicht. Ja, natürlich. Das ist ein Bruce Wayne. Yeah. Mega Slow-Mo. Ja, wie habe ich denn das gemacht? Das weiß ich mich auch gerade. Geht los. Ich werde die ganze Zeit wahrscheinlich nur kontern. Das macht so Laune mit dem Kontern. Das ist so geil. Vor allem, wie der kurzzeitig nach vorne hechtet, ist schon übelst geil. Das ist ein Batman! Wow! Nee, eigentlich bin ich ja Bruce Wayne, ich bin noch nicht Batman. Noch nicht, aber gleich. Alter, die Schläge.